Schönen guten Abend. Noch niemand da. Aber live sind wir drauf. Dann warten wir halt wie immer, wie gewohnt. Warten wir noch 1, 2, 3 Minuten. Bis die ersten da sind. Wir sitzen hier wieder in Stammtischmanier an einem wunderschönen viereckigen Kneipentisch. Wir haben Wohnzimmerstühle drumherum. Und ja, und warten auf Leute, wenn sie denn kommen. Aber ich bin mal gespannt, weil wir sind heute Abend wieder hier, die Philosophiker. Was immer das heißt, kommt von Philosophie. Und ja, wir sind heute grundverschieden. Mal gucken, ob ich mir das so behalten kann, weil ich glaube, ich muss alles nochmal erzählen, weil überhaupt noch niemand da ist. Wenn es euch vielleicht zu viel wird die ganze Zeit, dann sagt uns das. Dann müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir eventuell was ändern oder was reduzieren. Aber das war eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht der Fall. Weil was haben wir denn heute? Freitag haben wir heute. Was habt ihr denn heute vor? Seid ihr gerade am Essen oder was? Ist noch gar nicht da. Ja, der Axel selbst ist noch nicht. Selbst der Axel ist noch nicht da. Das war grammatikalisch ganz, ganz falsch eben. Ja, ich war heute übrigens mal wieder im Tonstudio. Ja, da kommt die Erste oder der Erste oder die Ersten oder wie auch immer. Servus, schönen guten Abend. Wer ist denn da? Meld dich doch einfach mal. Jetzt sind wir schon zu zweit. Das ist hervorragend. Ja. Ist der Axel schon da? Ich will gerade mal gucken, wer da schon. Ich sehe hier zwei. Ja, zwei, aber Bild ist von einem. Und ich weiß natürlich nicht, wer das ist, weil... Ah, guten Abend, Frau Ulreich oder Ulbrich. Oh, scheiße, ich habe deinen Nachnamen nicht mehr im Kopf. Aber das macht nichts. Simone ist da, die Angie ist da. Servus. Und ja, wir freuen uns natürlich tierisch auf euch. Jetzt sind wir schon zu fünf, das ist doch hervorragend. So die ersten vier, fünf akademischen Minuten. Ja, die reichen dann immer. Guten Abend, Frau Bekele. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. In den unteren Regionen der Welt, das heißt nicht in den Lüften. Lufthansa lässt grüßen. Und der Wolfgang, servus Wolfgang. Ach, Tom, servus. Tom, du bist doch gleich hier. Servus Brigitte. Ulrich, genau. Eieieiei. Tom, du bist doch gleich hier oben, oder? Ja. Aber ich sehe mir gerne im Fernsehen, ne? Ah, ja, du siehst ja gerne im Fernsehen, nicht? Ja. Ja, wir sind heute Abend ganz extrem unterschiedlich unterwegs. Und zwar philosophisch, weniger philosophisch, gedichtmäßig. Und ja, also Tom hat zwei ganz geile Texte, den dritten kenne ich noch nicht, da werden wir mal sehen, was da rumkommt bei. Und ich habe, mir ist vorhin, als ich geplant habe für heute Abend so ein bisschen, das heißt, ich habe eigentlich gar nicht mehr planen müssen, ich wusste ja, was ich mache, mir ist was in die Hände gefallen, was ihr wahrscheinlich alle kennt, wahrscheinlich schon tausendmal gelesen habt im Dings, aber es erinnert mich so an die momentane Situation, die wirklich für niemand zufriedenstellend ist. Es ist einfach zum Kotzen. Wenn ich sage, was ich denke, bin ich schlecht erzogen. Wenn ich es nicht sage, bin ich scheinheilig. Wenn ich mich nicht verteidige, habe ich keinen Charakter. Wenn ich lache, nehme ich alles viel zu leicht. Wenn ich nicht lache, wenn ich nicht lache, dann bin ich verbittert. Egal, was man macht, es gibt immer jemand, der ist kritisiert. Und das genau haben wir jetzt. Und ich
finde es auch sehr bedenklich. Lach, lach, Wolfgang, Servus. Ja, und ich finde es auch sehr bedenklich, dass die Leute ihre Meinung oder dass sie glauben, ihre Meinung nicht mehr äußern zu können. Von mir aus kann jeder sagen, was er will, solange er nicht Arschloch zu jemand sagt oder Drecksack oder sonst irgendwas. Solange er sich einigermaßen gepflegt ausdrückt, kann er sagen, was er will. Und er kann es auch zu mir sagen. Er kann's, muss es auch zu Angie sagen können. Das ist so das Ding. Aber deswegen bin ich heute gar nicht da. Ich habe jetzt schon wieder viel zu weit ausgeholt. Ich habe nämlich heute, mir ist das eingefallen, ich habe schon mal eine Lesung gemacht damit. Und zwar mit dem Dichter Manfred Deix. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der kommt aus Wien. Er hat unglaubliche Gedichte geschrieben. Und das Schöne ist, er behandelt eigentlich böse Themen und umschreibt die immer so ein bisschen, umkurvt die immer so ein bisschen. Und deswegen habe ich mich heute Abend für Wolfgang Deix entschieden, für Manfred Deix entschieden. Und freue mich tierisch. Er heißt der Dichter Deix. Und der Dichter Deix kann nicht nur geil malen. Nein, er schreibt auch herzzerreißend. Oder er schreibt einfach unglaublich lustig. Und ich fange einfach mal mit der Begrüßung an. Ganz kurz. Grüßt euch Gott, ihr netten Lieben. Wär beim Pinsel ich geblieben, gäbe es dieses Büchlein nicht. Tja, weil mich der Hafer sticht. Schrieb ich und begann zu dichten Verse, Reime, Kurzgeschichten. Schenkt das Buch den Anverwandten, Freunden, Feinden, Onkeln, Tanten, Großcousinen, Neffen, Nichten, den Sensiblen und den Schlichten, und ihr macht euch sehr beliebt. Gut, dass es dieses Büchlein gibt. Ja, ja, und wir haben es hier, und die erste Reihe, oder die erste Story, die ich vorlese, die kommt... Die steht unter dem Titel Jäger von Jägern, Pfadfindern, Bänkern und Bauern. Das Pfadfinder-Mysterium. Ganz, ganz versteckt Bösartigkeiten. Aber man kann auch ein bisschen schmunzeln dabei. Eine Frage: Was treibt Männer? Ob im Juli, ob im Jänner, einerlei, ob's heiß, ob kalt, zum Pfade finden in den Wald. Turnen einen reifen Mann Knabenuniformen an? Oder Wald- und Wiesenpfade, unser einem viel zu fade? Was lockt sie in den Wald hinaus, das Waldgetier, die Haselmaus? Ist sie Flora, ist sie Fauna, der Normalmann wird zum Staunen. Männer, die erwachsen sind, haben Gattin, Job und Kind, ein paar Freunde, einen Hund, treiben Fitness, sind gesund, mehr oder weniger, und nützen ihre freie Zeit mit Freunden in Geselligkeit. Auf dem Fußballplatz, beim Kartenspiel, beim Heurigen, beim Gartengrill, kurz, man isst gern unter sich und amüsiert sich königlich. Ganz anders fühlt der Pfadefinder, Freizeit heißt da, Knaben, Kinder. Endlich da, das Wochenend des Pfadefinders Sehnsucht brennt. Zum Picknickschmaus am Waldesrand braucht man freilich Proviant. In den Rucksack Tee und Kuchen und ab geht's raus zum Pfade suchen. Halstuch, Uniform und Hut stehen dem Pfadefinder gut. Endlich trifft er seine Knaben, die auch Uniformen haben. Die Uniformen wirken flott. Jeder Bub ein kleiner Gott. Das verbindet ungemein. Los geht's, ab ins Dickicht rein. Man durchstöbert Feld und Flur, sucht den Pfad und liest die Spur. Man wuselt quer durchs Unterholz, findet Fährten und ist stolz. Die Knaben robben, turnen, klettern zwischen Zweigen, Ästen, Blättern. Überwinden Hindernisse und sein Blick, der ganz gewisse, achtet stets auf die Gefahr. Das
nichts geschieht. Das ist doch klar. Mit Helfersgriff wird unterstützt, wenn es dem Kind beim Klettern nützt. Er greift den Knaben in den Schritt und gibt ihm einen Schubser mit, damit er sich kein Ei verletzt. Da wären die Eltern ja entsetzt. Sind die Übungen getan, fängt die Schlusskontrolle an. Ist die Uniform zerfetzt, sind die Buben unverletzt. All das muss er kontrollieren. Niemand da braucht sich zu genieren, wenn er Tasten sie betrachtet und auf die Gesundheit achtet. Von Disteln, Nesseln, Dornen, Hecken könnt ihr wo ein Stachel stecken. Und im Unterholz droht stets Gefahr, drum prüft er ja auf Haut und Haar. Kein Kratzer, keine Wunden, keine Zecken, nichts gefunden. Im Bach lässt er die Knaben baden, hosenfrei mit blanken Waden, sieht man ab und zu einmal auch ein Bubengenital. Nun, da hat er nichts dagegen. Scham und Brüderei, von wegen! Der Tag vergeht, der Abend naht, dem Knaben wird der Pfad schon fad. Drum trifft man sich am Lagerfeuer, schildert seine Abenteuer und wenn's Feuer lustig prasselt, wird gelacht und viel gequasselt. Er sitzt in Uniform und Hut mittendrin und spürt die Glut, spielt auf der Gitarre, weil alle finden's mega geil, wie er sieht und Späße macht, wirklich eine klasse Nacht. Doch allmählich wird es spät. Zeit, dass es ans Schlafen geht. Zelt und Schlafsack sind parat und dass es seine Ordnung hat, bettet er die Buben weich. Behutsam einem Doktor gleich, greift er runter, dass er fühlt, ob der Bub sich nicht verkühlt. Gefährlich sind ja kalte Nächte, ganz besonders fürs Gemächte. Fühlt sich alles wohlig an, begibt der Pfademann sodann sich traurig und allein ins Zelt, bis der Tag die Nacht erhellt. Und schwupp, beim ersten Hahnenschrei ist die Einsamkeit vorbei. Guten Morgen, raus, zack, zack! Aus dem warmen Schlafesack, auf zum klaren, kalten Back. Das macht euch frisch, das macht euch wach. Die Jungs sind schnell auf Trab gebracht, so mag er es, er scherzt und lacht. Die Buben planschen nackt herum, er kontrolliert, er sieht sich um. Nach dem Baden Tee und Kuchen und dann ab zum Pfade suchen. Laufen, klettern, Hölzer schnitzen, singen, Pfade winden, schwitzen, am Waldesrand noch eine Jause und dann geht es ab nach Hause. Tja, jetzt heißt es Abschied nehmen und er sagt es fast unter Tränen. Schluss für diesmal, leider, schade. Findet weiter fleißig Pfade, tut täglich eine gute Tat, bis zum nächsten Mal, gut Pfad. Dann geht er heim zu seiner Frau. Sie sehen fern. Er trinkt Gau-Gau. Sie fragt nach und, erzählt, wie es war. Er, wie immer, Kinderschaß. Danach im Bett. Man schläft getrennt. Träumt er vom nächsten Wochenende. Ansonsten kann sich dazu jeder seine eigenen Gedanken machen. Heute ist es nicht so einfach. Aber wir freuen uns jetzt auf Tom. Tom Klein-Rensing. Teil 2. Der Philosophiker. Nach Ihnen. Gerne. Oh. Hallo. Ja, ich habe lange mit mir rumgerungen. Vielleicht sieht man das. Ich habe ein paar Blessuren. wegen Corona. Und ich habe dann mal einen Bekannten angerufen in Berlin und der hat mir so vorab schon so ein bisschen, was jetzt in dem neuen, ja super hart Lockdown und dieser Sicherungsverwahrung, die uns bevorsteht, nun eventuell noch alles so enthalten ist. Und ich gebe euch einfach mal so einen kleinen Überblick im Moment. Hier nun Auszug aus den neuesten bundeseinheitlichen Corona-Regeln, die da kommen sollen, allerdings ohne Gewehr. Also bei Nichteinhaltung wird man nicht sofort erschossen, heißt das. Auch wenn der Regierung damit nun endlich ein ganz großer Wurf gegen Corona gelungen ist, also, oder misslungen oder wie auch immer, ist es immerhin ein Wurf. Also ich meine, das ist ja schon mal was. Ne? Das ist ein Wurf, zumindest in die vier Himmelsrichtungen.
Ab 0 Uhr herrscht Maskenpflicht. Für die Sternzeichen Jungfrau, Waage und Wassermann und für alle Volvo-Fahrer. Ausgenommen, wenn sie grüne Socken tragen. Die letzte Maßnahme gilt allerdings nur von 18 bis 21.31 Uhr. Vorausgesetzt, Sie fahren einen Audi mit einem 17 im Kennzeichen. Wenn Ihre Wohnhausfarbe gelb ist, dürfen Sie das Haus nicht verlassen. Außer es steht auf der rechten Straßenseite. Es gilt aber die Ausnahme, dass diese Regel entfällt, wenn eine Parklücke vor dem Haus zu finden ist. Bei mehreren Parklücken allerdings entfällt diese Regelung komplett. Es sei denn, es handelt sich um Behinderten- oder Mutter-Kind-Parkplätze. Frauen dürfen übrigens wochentags ab nächster Woche die Wohnungen, das Haus nur verlassen, wenn sie verheiratet sind. Allerdings nicht, wenn sie Kinder haben. Jedoch, wenn es mindestens zwei, in Worten zwei, Kinder des gleichen Geschlechts sind, deren Altersunterschied aber nicht größer als 2 Jahre sein darf, dann dürfen sie im Umkreis von 15 Kilometern kontaktlos Blumenerde bestellen und mit desinfizierten Handschubkarren am Wohnobjekt ablagern. Ausgenommen sind Hundefutter und Schuheinlagen. Bei Kindern zwischen 4 und 10 Jahren trifft diese Regel allerdings wieder nicht zu. Soweit der erste Überblick und Auszug aus der zu erwartenden Konkretisierung des Bundes. Aktuell noch ein allgemeiner Hinweis, also nur in dieser Sache. Die zu erwartenden Regeln gelten nur für 18- bis 60-Jährige, soweit sie zwischen 160 und 172 Zentimetern groß sind. Ansonsten gilt weiter die Maskenpflicht und die Abstandsregelung, wenn sie gefärbte Haare und Jogginghosen tragen. Also ich denke, das ist doch sehr eindeutig, eine ganz klare Aussage, sofort umsetzbar. Ich finde es klasse. Trennen wir uns von dem Thema, das ist also so allgegenwärtig. Ich habe mir einen Text heute dann rausgesucht, der heißt prophylaktisch. Versuchungen lauern nicht nur in der jetzigen Zeit, schon immer, überall. Und in jeder neuen Versuchung lauern Gefahren. Schweinefleisch zum Beispiel speichert die meisten Giftstoffe überhaupt. Paradoxerweise gilt das Schwein als eines der saubersten Tiere. Sieht man speziell in der Grillsaison der Spatengartenzwerge am Wochenende, Schweinefleisch speichert die meisten Giftstoffe, denn mit Biodiesel mariniert verbrennende Schweinesteaks auf brandbeschleunigter Holzkohle unter der deutschesten aller Deutschlandflaggen vernebeln Nebelwand gleich den Horizont. Sieht man immer, wenn der Frühling kommt, also jetzt so ab übernächster Woche, wenn es wärmer wird, braucht ihr nur mal aufs Fenster gucken, überall wird gegrillt. Ich persönlich vertilge nur noch Sushi von delfinfreien Thunfischen. Die Stäbchen esse ich immer zum Schluss als Antiseptikum direkt mit. Man weiß ja nie. Ich meine, für irgendwas müssen die Dinger ja da sein. Ich habe schon Leute erlebt, die haben gedacht, die Stäbchen sind dann für Corona-Tests. Ja, naja, gut. Andere, nein, ist nicht appetitlich. Okay. Zu Hause habe ich einen 3-Jahres-Vorrat von Ölsardinen. Erstens, weil das anscheinend sehr Geselle gewesen sind, da sie sich sehr gedrängt in viel zu engen Räumlichkeiten wohlfühlen. Und sie immer mit einer Zitronenscheibe im Handgepäck verreisen. Abriebfeste Zitrone auf frischem Guano-Kuchen übrigens. Super lecker und super gesund. Mag ich überhaupt nicht. Hilft gegen zu viel Cholesterin in Schnürsenkeln. Genauso wie gegen Heißhunger auf Geflügel. Sprich Antibiotika. Esse auch gerne Käse mittlerweile. Speziell aus Frankreich. Der die Neigung hat, beim Anblick eines Messers davonzulaufen. Kann ich nicht drauf verzichten. Also, ich meine aufs Messer.
Trage darum neuerdings zur Vorsorge Desinfizierung und aus Rücksicht auf meine Umwelt Knoblauchpantoffeln. Ja. Als Nachteil sei gesagt, dass man den Knoblauch in diesen Knollenlatschen zum Schluffen neigt. Merke, bei Vorsorge ist die Gewissheit das Ziel. Zum Beispiel bei Prostata kann die Diagnose nur durch Betreten der Hintertür gestellt werden. Bei Entleerungsstörungen helfen hervorragend Operetten wie Axel an der Hintertür von Berutzky oder der Abschiedswalzer von Schmidt-Seeler. In sehr schweren Fällen helfen auch Opern, die Erwartung von Schönberg oder auch das Ballett Das sterbende Schwein von Anton Drexack bringen durchschlagende und ökologisch unbedenkliche Erfolge. Als Nebenwirkung ist nur der Hörsturz bekannt. Allerdings nicht bei einem selber, sondern beim Nachbarn. Was allerdings wiederum zum obigen Merksatz passt und im familiären Umfeld auch durchaus als angenehm empfunden werden kann. Der Hörsturz. Diese Abfuhr gibt es aber nicht auf Rezept, sondern nur zu kulturellen Jahresabonnement in Verbindung mit einer Elementarversicherung. Döner und Currywurstbuden sind für mich übrigens mittlerweile absolut tabu. Das sind die reinsten Bakterienschleudern. Da hilft auch nicht Corona-Hygieneregeln. Rate jedem, sich dort zumindest anzuschnallen. Vorsicht, Schleudertrauma. Oder Toiletten in Clubs, Bars und Lounges, früher getarnt hinter wallenden Vorhängen aus Lavendelöl und sphärischen Chill-Out-Musik, liegen die Bazillen auf dem nicht mintriechenden Großmonokeln herum. Da kriegt man faktisch nichts mit, wie die Streptokokken auf deren Arschbacken bei dir dann abschillen. Pflichtbewusst sensible Erzieher in den Kindertagesstätten lehren der Nachzucht heute vor dem Abort, nach dem Essen, Hände waschen nicht vergessen. Vorbeugen, alte Weisheit, ist besser als Ausschlag oder unkontrollierte Vomitation. Vomitation ist Spucken, Kotzen, Würgen, Göbeln, Reiern. Ich rate jedem, mit dem ersten Wintereinbruch in jetzt diesem laufenden Jahr wärmende Ohrringe zu tragen. Kupfergetriebenes ist ein sehr leitwilliges Material. Je dicker, umso besser. Sieht zwar dann scheiße aus, aber man hat wenigstens einen warmen Kopf. Und zeugt frisch vom Heizungsrohr abgesägt oder als Kupferdichtschelle von einer individuellen modischen Ausrichtung des Trägers. Eine gute Vorbeugung auf die Gefahr bei ersten Minusgraden für den menschlichen Organismus ist die Zufuhr von gut abgelagerten, devitaminatisierten Obst, viel Vitamin S gegen Selbstmitleid und täglich ein Kilo holländische Tomaten, mindestens, zumindest eine. Bei letzteren ist nichts Gefährliches drin, weil nachweislich in einer holländischen Tomate gar nichts drin ist, außer kein freies Wasser. Ansonsten empfiehlt es sich aufgrund des oben beschriebenen Cholesterinproblems von Schuhbändern nur noch Slipper im Sommer und Reitstiefel im Winter zu tragen. Die Camel Boots also im Schrank zu lassen, 8 Liter ungefilterter Rothändeltee und 12 Dragees Granufingforte erhöhen die Abwehrkräfte gegen Kalorien, sichern die Restwerthaltbarkeit der zugeführten Stoffe im Körper und trainieren das Blasenvermögen. Oder tragen Sie wenigstens einen Michael Jackson Mundschutz. Wir sind ja dazu verpflichtet. Eigenspucke ist noch nicht als verbotenes Dopingmittel übrigens gelistet. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. In dem Sinne, bis tschüss. Oh, oh, geil. Wenn ich jetzt wüsste, dass der Deichs gute Sachen schreibt, hätte ich gedacht, ich bin jetzt im Hintertreffen. Aber nee, komm, genial. Oder fandet ihr das nicht auch? Also ich finde das der Hammer. Ja, ich lese jetzt einfach mal einen Text auch in Wienerisch, so, wo der Deichs herkommt, gell? Das sage ich ja gleich. Der Fotograf mit den Hintergedanken. Mädchen, du hast hübsches Haar und dein Körper, oh la la. Ich lade dich auf ein Shooting ein ins Atelier. Wir trinken Wein. Und mit einer Kamera mache ich dich zum Kinderstar.
Locker sitzt du dich in Pose, aber ohne Unterhose. Kindlich ungezwungen, gell? Das macht Spaß und geht ganz schnell. Ich knips 15 Filme voll. Wir sehen, die Bilder werden toll. Wir sehen, die Bilder werden toll. Dann setzt du dich auf meinen Schoß. Ich zeig dir ein paar Videos. Und meine dicke Mickey Maus, die hole ich aus der Hose raus. Juhu, das Shooting, das wird heiter. Nur erzähl es keinem weiter. Einverstanden, alles klar. Mädchen, du bist wunderbar. Das war schon ganz, ganz böse. Boah, da könnte ich... Nee, ich sag's nicht. Der Küsserkönig Karl Kern. Mädel, du, ich sag dir was. Und ich mein, es ist kein Spaß. Nun, ich heiße Karl Kern und küsse für mein Leben gern. Hab viel Geld, sehe blendend aus und fahr gleich mit der Tür ins Haus. Du, ich muss dich dringend küssen, von der Stirn bis zu den Füßen, augenblicklich hier und jetzt. Ich sah dich und ich hab gecheckt, du bist ein Spitzenkussobjekt. Ich hab einen Pussyplan, ich fang ganz von oben an. Beginnend mit den Nasenflügeln, runter zu den Wangenbügeln, nachher sind die Lippen dran, dann saug ich an deinem Kehlkopf dran. Wie? Dazu gehören zwei. Mag sein, mir ist das einerlei. Mein ganzes Trachten und mein Streben kennt nur eins, Pussy geben. Ohne Rücksicht auf Verlust, als nächstes küsse ich deine Brust. Das wird mich extrem erregen. Wie? Schon wieder was dagegen? Gut, ihr reduziert bitte nur auf deine Körpermitte. Dürfte ich über sie verfügen, brächt mir das viel Vergnügen. Leime deinen Unterleib, dass ich Unkeuschheiten treib. Wie? Das wäre ja auch zu viel. Missgönnst du mir mein Glücksgefühl? Wie wär's mit einem Kompromiss, in dem ich nur den Nabel küss und den Popsch so nebenbei? Was? Du rufst die Polizei? Ja, reg die ab, geh ja schon. Küss dich selbst, das hast du davon. So kann's passieren, wenn man stürmisch ist, gell? Und, ja, Sex ist ja eh so eine Sache, gell, weil Mama und Papa machen ja auch immer so im Bett, machen sie auch so ihre Sachen. Und, ja, die Sexualität ist ein heißes Pflaster, was fast jeder gerne hätte, nennt die Kirche Laster. Wenn der Papa die Mama liebt, tut er sie betasten. Sie holt, wenn er ihr Bussis gibt, die Reizwäsche aus dem Kasten. Da wird der Papa sehr nervös und kann sie nicht beherrschen und zieht die Mama High Heels an, küsst er ihre Ferschen. Gnade Gott, sie lüftet dann allmählich ihren Slip, tönt das Papa mächtig an, dann regiert der Trieb. Er küsst die Mama windelweich. Sie staunt und wundert sich, er flippt und wird ideenreich, aus Papa wird ein Viech. Öffnet Mama den BH, endet er die Sprache. Di-di-du-di-da-da-da, und er kommt zur Sache, was dann folgt, ist höchst privat. Niemand muss das wissen, später nach vollzogener Tat schlummert man im Kissen. Und was lernen wir daraus? Sex ist gut und wichtig für Katz und Eber, Bär und Maus. Hauptsache, man macht's richtig. Ja, Sex ist auch so ein Ding, oder? Ja, und zum Abschluss meines zweiten Teils haben wir die Ode. Die Ode an den Busen. Der Herrgott hat sich was gedacht, als die Brüste er gemacht. Weiche Formen, rund und fraulich,
wunderhübsch und höchst erbaulich, gefüllt mit warmen, weißem Nass. Säugekinder trinken das. Genauso gerne nuckeln dran der Lover und der Ehemann. Die Größe ist nur halb so wichtig. Faktum ist, die Brust macht süchtig. Ob Brüste stehen, baumeln, wogen, man zählt sie zu den harten Drogen. Ein Dekolleté, man schwitzt und keucht, Männerhände werden feucht, trockener Mund, kein Tropfen, Speichel, Schmetterlinge in der Eichel. Und verpackt die Frau die Fäsche, diese Pracht in Reizungswäsche, steigt des Mannes Puls erheblich, wird die Spannung unerträglich. Und es trifft ihn fast der Schlag, weil den Busen er so mag. Die Brust ist für die Suchhersteller ewig schon ein Dauerbrenner und sichert viele Arbeitsplätze. Brüste sind der Menschheit Schätze, der Busen Gottes Meisterstück. Kindertränke, Männerglück. Bah. Also, jo, ich mag Busen auch sehr gern. Also, ist ja nichts Schlimmes dabei, oder? Tom! Ja, da ist er wieder. Ich habe mal einen Text geschrieben, warte mal, wann, das war 2013. Und zwar, der ist überschrieben mit, darf es ein bisschen mehr sein? Gibt ja auch die Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Und, zuerst hat sich für mich einfach, oder stellt sich die Frage, habt ihr eigentlich auch noch sowas wie die altbekannte Personenwaage? Darf in keinem Haushalt fehlen, oder? Die Personenwaage. Egal, wo ich hinkomme, wenn ich zu Gast bin, irgendwo, es steht immer im Bad irgendwo eine Personenwaage. Immer. Du kannst die Uhr nachstellen. Egal wohin. Immer ist da eine Personenwaage. Diese Waage gehört nicht nur seit Weight Watchers zur Grundausstattung eines jeden Haushaltes, so wie jeder Deutsche mindestens einen Falachbildschirm und eine 5-Sterne-Tiefkühltruhe sein eigen nennt, ein schnurloses Telefon mit automatischem Anrufbeantworter. Ich weiß bis heute nicht, was das Ding brabbelt, wenn ich mal nicht da bin. So ist Mensch zudem stolzer Besitzer einer Personenwaage. Diese abwiegenden Instrumente sind ein feststehender Bestandteil der deutschen Badkultur. Ich verweise jetzt aber nicht auf Küchenwaagen, die eh aus der Mode gekommen sind, seitdem Dr. Oetker, Maggie, Knorr und Actimel die Kalorien verpacken. Ich denke an jenes geeichtes Gerät, das man morgens unbekleidet und Exploration bereinigt, besteigt. Hier gilt seit eh und je, weniger ist mehr. Manchen männlichen Mitmenschen ist dieses Intimgerät als Sackwaage bekannt. Früher noch in Himmelblau oder farbstichig gelb, lackiert von 0 bis 200 Kilogramm in zwei wackelnden Sekunden, stylen heute hochentwickelte Instrumente den Hygienetempel. Designerwagen in Glas-Chrom-Optik mit digitalen Gewichtssensoren und Remember-Modus, wofür auch immer, die nach dem Aufsteigen das unwiderrufliche Ergebnis durch ein Sprachmodul dir um die Problemzonen schlagen, sind keine Seltenheit mehr. Es soll schon Wagen geben, die automatisch dein Tagesgewicht auf Facebook dann posten. Jeder hat sie, allerdings kaum einer nutzt sie, außer um sich früh morgens daran die Zehen zu stauchen. Am Abend, am Anfang ist man noch darauf gestiegen, sei es aus Neugierde oder mit dem Vorsatz, wissen zu wollen, wie gewichtig man sich seiner Umwelt präsentiert am heutigen Tag oder als Masochist. Sei es, dass der Bauch einen freien Blick hinunter zu den Ziffern verwehrte oder man die Zahlen aufgrund eines plötzlich einsetzenden Sehschwäche nicht mehr erkennen konnte oder wollte, ließ man sie dort, wo sie stand, eben stehen,
bis sie scheinbar mit dem Bodenfliesen verwachsen war. Nicht selten ist bei Neueinzug in eine Wohneinheit die Personenwaage neben der Küchenzeile und dem abgesessenen Toilettensitz schon integriert, mit etwas Glück auf verschiedene Räumlichkeiten allerdings verteilt. Ich achte, wenn ich umziehe, immer darauf. Kann man den Küchenblock dank IKEA und etwas Geschick die Sitzklappen-Pinkelbrille durch Lösen von zwei Schrauben unkompliziert und schnell verschönern und oder auch austauschen, so ist es mit dem Entfernen der Waage nicht so einfach. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist kompliziert. Der langen Standzeit geschuldet haben Bodenkeramik und Waage eine Einheit fürs Leben geschlossen. Und es bedarf handwerklicher Erfahrung, um die entstandene Lücke im Fliesenboden passend und fachgerecht zu schließen. Wer außer Axel weiß dort nicht besser Bescheid? Man arbeitet heute an Hightech-Wagen, übrigens die das Gewicht, den BMI, das ist nicht der BND, BMI und die Verdauungsaktivität in Ulf gemessen mit Sensoren aus deinem morgendlichen Atem erfassen können. Breath and Weight Watchers, die an der Wand montiert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Persönliche Anrede und 20 verschiedene Sprachmodi sind dann wählbar. Von kurzen knackigen Ansagen wie Bernd, du Brot oder Nudelface, bist gehobene Konversation. Guten Morgen, Herr Alberti. Sie haben seit Ihrer letzten Gewichtung 672 Gramm zugenommen. Ihr Body Mass Index ist von 35 auf 35,5 geschnellt. Kurzkettige Fettsäuren können die Darmperistaltik nicht ausreichend anregen. Es kann zu Flatulenzen und belastenden Nebenwirkungen in Ihrer unmittelbaren Umgebung kommen. Sie sollten Eisbein, Sauerkraut und Hefeweizen meiden und, verzeihen Sie, Ihre Krawatte sieht scheiße aus. Ich wünsche Ihnen einen verdaulichen Tag. So ungefähr stelle ich mir das dann vor. Durch die moderne Wandwaage erspart man sich blaue Zehen, beim Auszug neue Fliesen und die schlicht modern gehaltenen Keimfreizellen werden optisch und digital natürlich aufgewertet. Jeder Mitnutzer des Bades kann einprogrammiert werden. Und als kostendämpfender Nebeneffekt wird jedem Gast beim Badbesuch, das finde ich ja unheimlich, also das finde ich gut, zur Zurückhaltung beim Verzehr innerhalb ihrer vier Wände durch Gewicht- und Darmanalyse aufgefordert. Wie das passt. Jetzt sind Leute, da gehen die aufs Bad, also schickst du alle vorher mal zum Pinkeln. Ne, so, wer muss noch mal pinkeln? Bitte vor dem Essen. Die kommen alle wieder, haben keinen Appetit. Sie sollten also ihren nächsten Sektempfang ins Bad verlegen am besten, würde ich sagen. So dass jeder Gast sich dem Wagen-Scan-Reminder vorstellen kann, bevor es ans Buffet geht. So amortisiert sich nebenbei auch die voraussichtlich gerade preiswerte Anschaffung, zumindest in der Auswirkung neben der selbstreinigen Toilette mit automatisch einstellbaren Abwischtechnik, ist diese Waage an der Wand ein Hit. Ich persönlich mag ja die alten Wagen, ganz ehrlich. Die sind mir lieber. Die haben immer hinten nämlich noch so ein analoges Rädchen, ne? Hinten dran. Mit dem kann sie die Zahlenskala je nach Gemütsverfassung morgens selbst unkompliziert justieren. Ich halte seit Jahr und Tag immer mein Idealgewicht von 76,5 Kilo. Ich halte das wie mit dem Tanken. Mich interessieren keine Preiserhöhungen oder Preisschwankungen bei Benzin. Ich kann die Aufregung über Spritpreise überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich tanke immer nur für 30 Euro. Ich glaube, wir sind aber gut, oder? Ja, natürlich. Ja, wartet, hallo, ich bin schon unterwegs, ihr Lieben. Ich hätte nur den Verriss der Corona-Geschichte. Ist der lang? Okay. 200 Seiten. Dann machst du den Schluss, wenn du willst. Ja, weil er ist nicht lustig, der zieht nur wieder runter. Okay, dann machen wir den das nächste Mal. Mhm. Alles klar? Ja, ich habe nämlich jetzt hier noch ein, zwei lustige Geschichten eben bei der Axel. Axel, du spielst da mit, hast du das gesehen?
Hast du das wirklich gesehen? Ja, wegen der Karamik. Der Axel spielt richtig mit, ne? Mhm. Ja. Ja. Ich habe hier noch zwei witzige Geschichten. Der Jesus-Irrtum. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Ist das wirklich? Ist der echt? Er ist es. Ja, ich täusche mich nicht. Ich erkenne ihn am Gesicht. Ja, ich spüre es haargenau. Jesus Christus. Wahnsinn. Na. Sie und ich in einem Raum hier in Wien. Ich pack es kaum. Ich bete sie schon ewig an, quasi seit ich denken kann. Sie waren von klein auf mein Idol. Mein Zimmer war mit Bildern voll von ihnen, wie man sie halt kennt. Weißes Boden, langes Hemd, Mittelscheitel, langes Rohr. Circa 33 Jahre, trotz Dornenkrones stets charmant, hingen sie an meiner Wand und überm Bett am Kruzifix. Für mich gibt's außer Jesus nix. Jetzt sitzen sie mir vis-à-vis. Jesus, ich vergöttere sie. Ich verstehe es noch immer nicht. Ich und sie per Angesicht. Ich sitze hier mit Gottes Sohn. Irre nur, wer glaubt das schon? Dann frage ich von Mann zu Mann, kriege ich ein Autogramm. Und noch dazu, sie werden lachen, dürfte ich auch ein Foto machen. Um den Schnappschuss mit uns beiden würde mich die Welt beneiden. Sie ahnen nicht, wie viel das bringt. 1 Million, bestimmt. Macht man doch noch Posters draus, leben wir in Saus und Braus, denn wir teilen den Gewinn, halbe, das macht Sinn. Ich hole jetzt meine Kamera, tschüss, ich glaube, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Ich heiße Werner Schnuckelich und ich wohne hier gleich ums Eck. Ich trinke nur aus, dann muss ich weg. Wie, Moment, Sie sind nicht Gottes Sohn? Leider nein, ich sag das schon. Sie sind mit Jesus nicht verwandt? Nein, der ist mir nicht bekannt. Jesus Christus? Nie gehört? Nein, was schauen Sie so empört? Nur so, Entschuldigung, es war nur eine Frage. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, so geht das. Und jetzt zur letzten Geschichte des heutigen Tages. Ein Zwiegespräch, der Bulle in Wien. Die ist auch kurz und schmerzlos, wenn ihr das Bild dazu seht. Dann seht ihr es, ja, ja. Du sagst, du liebst mich? So ein Schmarrn. Ich glaube, du holst mich zum Narren. Gottfried, sag das nie mehr wieder, sonst ist aus, ich schieß mir nieder. Schmarrn, ich sag's heute nicht mehr, komm, bleib da und leg dich her. Als ich die im Fernsehen sah, schluckte ich, denn mir war klar, mein Leben hat nur einen Sinn, wenn ich deine Bullin bin. Dann sag ich, oh, was dir an mir so gefällt. Der feiste Kopf und die Gestalt, nicht dein Geld, das ist mir gleich, dein Körper ist so warm und weich, dein sanfter Blick, die dicken Wangen schüren ständig mein Verlangen und die butterweichen Brüste wecken alle meine Lüste. Ich bin verknallt in deinen Bauch, in die kurzen Fingerauren, ich denk an deinen Riesenpo und zack, schon brenn ich lichterloh. Ist das wahr? Ich glaub das kaum. Ich schwör's, du kannst mir voll vertrauen. Spinnst den Bullen im TV, kribbelt es in jeder Frau. Aber keine gibt es zu, nur ich, du lieber Otti, du, ich hab jede Menge Platz für deinen süßen Benno-Spatz. Er schafft Zeiten, bist du lieb. Du, ich spür jetzt meinen Trieb. Sei so gut und bind mich los. Ich setz mich jetzt auf deinen Schoß, ich bin schwer, das weißt ja eh. Schottel, sage, tu ich dir weh? Oh, na, na, na. Schon okay. Du weißt ja, dass ich auf dich stehe. Ich weiß was Besseres. So sei so süß und komm da zwischen meine Füße. Ja, genau, da mittendrin. Ja, genau, meine Wienerin. So, ein lieber, dicker Schatz. Wo ist der denn, der Bullenspatz? Ja, da merkt man, es war keine Frau, es war ein Mann, eine geile Sau.
Das Gründen des Jugendschutzes bitte ich um Verständnis, dass dieses Gedicht hier abgebrochen wird. Ja? Ihr habt heute zwei vollkommen verschiedene Vorträge gehört oder zwei verschiedene Leser oder Vortrager. Und das war auch ganz beabsichtigt so. Dem einen hat das gefallen, dem anderen das nicht oder das doch oder wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Tom, freust du dich auch? Ja! Ja, mein Gott. Wir können ja wenigstens so tun, als ob, oder? Ja, na klar, freue ich mich. Ja, ja. Nein, ich wollte gerne noch mal kurz was loswerden. Ich freue mich tierisch, natürlich, dass so viel Anteil genommen wird an dem, was mit mir so drehmäßig außerhalb des Theaters passiert. Ich freue mich ja selber und ich bin völlig überrascht. Der Tatort war jetzt war keine sonderlich große Rolle, aber scheinbar war der Typ so arschig drauf. Also ich glaube, ich habe das nicht schlecht gemacht, weil es brummt momentan. Ich habe weitere Drehaufträge für ein, zwei größere Krimis. Lest's, freut euch mit mir weiter. Ich freue mich mit euch weiter, wenn es euch gut geht. Und der Tom und ich sagen Danke, tschüss. Und tschüss.